Hallo meine Freunde auf meinem YouTube-Kanal. Hier ist wieder mal Atze168 von der Baustelle hier in Wetterode. Wie man sieht, machen wir zurzeit einen Zweizeiler. Aber was können wir nicht machen? Leute, wir können gerne die Schnurfehle klopfen, weil hier HGT ist. Das ist Beton, der extrem verdichtet ist. Das heißt, theoretisch, wir kriegen hier nichts rein. Wir müssen alles live kloppen und Atze zeigt euch jetzt, wie das geht. Ne? Dann legen wir mal los. Mein Kameramann filmt das jetzt schön hier. Und dann hauen wir rein. So Leute, ich kann das mal ganz kurz erklären jetzt hier. Wir haben jetzt mittlerweile in der Straße ein Quergefälle drin. Das heißt theoretisch, das Wasser läuft alles nach drüben. Das heißt theoretisch, die Rinnsteine werden jetzt von Bord aufgedreht, damit das hier nicht langlaufen tut, das Wasser. Und damit das schön nach drüben mit der Straße mitläuft. Dann nehmen wir noch die schönen Eiserwaffen mit, die sind ganz wichtig, damit man das auch sieht, damit es schön laufen tut. Leute, wie man sieht jetzt hier, die Wasseranlage liegt perfekt auf, ne? 1, 2, 3, ich verspreche auch mal drin, kann mal passieren, ist nicht weiter schlimm, ne? Ist ja normal Standard heutzutage. Also wie gesagt, die Wasseranlage liegt schön auf, läuft schön mit alles und somit passt das auch. So, jetzt schauen wir mal, ob das hier an der Dehnungsschuhe passen tut. Und mein Kameramann filmt das mal. Wir haben die Steine so schön aufgeteilt, dass wir genau an der Dehnungsfuhre hinkommen. Weil genau an dieser Stelle müssen wir auch eine Dehnungsfuhre wieder einbauen. Das heißt theoretisch hier auf dieser Baustelle sind das alle 5 Meter Dehnungsfugen. Oh, jetzt gibt es mal einen Schlag auf die Wasserwaage. Das heißt theoretisch hier kommt eine Dehnungsfuge rein. Ich weiß ja nicht, wo sie gerade liegt. Das Styropor ist schon drin. Die Dehnungsfuge bauen wir nachher ein und dann geht es weiter. Leute, Atze hat nicht jetzt.